Obwohl ich der Sohn eines Kirchendiakons war, kannte ich Gott nicht wirklich. Ich habe mich sogar geschämt zu beten. Da ich aber niemanden hatte, mit dem ich reden konnte, begann ich, mich Gott zu nähern, mit kleinen Worten hier und da. Ich bat einfach um Hilfe für den Tag, dann um Hilfe bei der Bewachung der Schafe, bei der Suche nach Nahrung, beim Bau eines Unterschlupfs, um Gesundheit, wenn ich krank war, um Trost, wenn ich traurig war. Und ich sprach mit ihm über alles. Und mein Herz war erfüllt von Vertrauen in ihn, und ich begann überall seine Hand zu sehen und zu erkennen, dass ich nicht mehr allein war. Herr, du bist bei mir. Du bist vor mir und hinter mir, in mir, unter mir, über mir. Du bist zu meiner Rechten, zu meiner Linken, wenn ich mich setze und mich hinlege. O Herr, du hast mich als Sklave nach Irland gebracht. Und hier, in dem Land meiner Gefangenschaft, hast du mich befreit.